was ist das Besondere an dieser Ausstellung, auch durchaus das Besondere, dass die hier im Landtag gezeigt wird? Ja, die Ausstellung von Rettern und Menschen heißt Beachtung einer Lebenswelt. Manche lesen oberflächlich darüber hinweg und sagen Betrachtung einer Lebenswelt. Aber es geht um die Tätigkeit von Rettungssanitätern, die mit Bildern und mit verschiedenen Dingen hier in dieser Ausstellung einen Blick in ihre Lebenswelt zeigen, die nicht üblicherweise im Landtag präsentiert wird. Ich freue mich ganz sehr. Ich konnte diese Ausstellung in der vergangenen Woche eröffnen und sie ist auf dem Gang vor dem Besucherzentrum des Thüringer Landtags und ich wünsche dieser Ausstellung ganz viele Besucher. Was hat dich an der Ausstellung besonders beeindruckt? An der Ausstellung hat mich ganz besonders beeindruckt, dass eine recht junge Frau als Fotografin ihrem Bruder, dem Rettungssanitäter aus Gera, über die Schulter schaut und sagt, was tut ihr eigentlich? Und wenn er immer in seiner Tätigkeit bis an die Grenze seiner physischen und psychischen Leistungsfähigkeit kommt, wie kann er sich wieder motivieren, jeden Tag aufs Neue seine Tätigkeit so auszurichten, dass er Leben retten kann? Ich habe zuallererst das Buch gelesen zur Ausstellung und war so beeindruckt, dass ich gesagt habe, du musst ganz vielen Menschen sagen, dass sie genau diese Ausstellung sich ansehen und gegebenenfalls natürlich das Buch lesen. Warum kannst du Menschen, vielleicht auch jungen Menschen empfehlen, hier im Landtag sich die Ausstellung anzuschauen? Diese Ausstellung zeigt übrigens die Lebenswelt von sehr unterschiedlich alten Menschen. Und manchmal sagt man ja, dass viele Leute inzwischen in einer Ellenbogengesellschaft verantwortungsloser geworden sind. Die Ausstellung zeigt genau das Gegenteil, dass Männer und Frauen oder Frauen und Männer, jüngere und ältere Rettungssanitäter und eben Künstlerinnen und Künstler sich auf ein solches Thema durchaus ausrichten können. Und es wird deutlich, das ist auch in der Ausstellungseröffnung gesagt worden vom Laudator, es ist nicht nur das Geld, was diese Welt zusammenhält, sondern der solidarische Zusammenhang macht sich auch darin deutlich, dass man seinem Retter gegenüberstehen kann und dass das in jeder Situation einem auch selber passieren kann, wenn man in solche Grenzsituationen kommt und dass man also für diese Tätigkeit nicht hoch genug danken kann. Mein persönlicher Favorit bei den Ausstellungsstücken ist diese Säule mit den Texten. Nun weiß ich, dass in einer Ausstellung eher auf die Bilder geachtet wird, das ist gut so, oder auf die Zeichnungen geachtet wird, das ist auch gut so, aber in diesen Texten findet man die individuelle Bearbeitung mancher Einsätze von Menschen im Rettungsdienst, übrigens nicht nur in Thüringen, und die sind von ungeheuer traurig bis zum Teil auch komisch, sodass man auch nicht nur mit Tränen in den Augen solche Texte liest. Und das ist dann mein persönlicher Favorit. Und dann kann ich nur sagen, es ist schwierig in der Textsäule die Texte zu lesen. Man kann sich ja das Buch kaufen.